Ja Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal Fly Fishing Chronicles. Ich bin für euch wieder unterwegs und zwar mit der Trout's Bay. Es ist Februar und ich versuche meinen ersten Fisch 2024 zu fangen. Ich hoffe, es gelingt mir. Viel Spaß beim Zuschauen. Wahnsinn. Wow. Das sieht man nach Salmonide aus. Schön auf dem Streamer eingestiegen. Ich dachte erst, ich habe einen Hänger. Ich hole den gleich mal hier rüber ins Flache. Auf mich zugeschwommen. Boah, was ist das? Ah, nee, Döbel, oder? Verkauft sich echt gut in der harten Strömung. Aber volles Rohr draufgeballert. Ey. Oder? Nee. Das ist eine Bachforelle. Da dachte ich mir doch gleich. Der ist doch viel zu stark für einen Döbel. Schwierig zu landen an der Trout's Bay, das muss ich echt zugeben. Wenn du dann auch noch mit starker Strömung zu tun hast. Oh, jawohl. Oh, schöner Fisch. Schöner Fisch. Puh, krass. Ja, hier ist die gute, schöne Bachforelle. Den Streamer genommen, freue ich mich. Ich setze gleich mal zurück, weil Schonzeit. Ach, wundervoll. Und da schwimmt sie wieder. Schön. Einwandfrei. Ja Leute, das ist die Fliege des Erfolges. Ein zweiteiliger Streamer. Und die Forelle kam direkt dort an der Kante da vorne, wo es tiefer geworden ist. Hier ist ja ziemlich flach, wo ich jetzt hier gerade stehe. Und dort gibt es einen richtigen Drop-off. Das sieht man auch gleich. Da wird es gleich dunkel. Und dunkelblau, ja, hier haben wir es mal so gelblich. Und genau an dieser Kante, wo dieser Farbwechsel quasi stattfindet, da stand die Forelle und das ist immer ein Hotspot eigentlich. Aber freue ich mich natürlich, dass eine Forelle gebissen hat, weil eigentlich kommt die hier nicht vor. Ich werfe schräg zur Strömung runter. Schnur ein bisschen aufmenden, damit es ein bisschen absinkt. Und jetzt streckt sich die Schnur und jetzt genau an der Kante driftet das jetzt rum. Ein bisschen einzuppeln. Und da kam dann auch der Biss. Hier vor mir ist gerade ein schönes tiefes Loch. Das fische ich gerade aus. Deshalb muss ich jetzt auch die Schnur einstrippen. Quasi. Komplette Schnur fast. Weil man weiß nicht, wann der Biss kommt. Dann lege ich die Schnur gerade raus. Ganz normal. Kippe ich wieder ein bis zum Ende des Schutzkopfes, da wo das Orangen ist. Und dann kann ich den nächsten Wurf, in dem Fall Double Spay, ansetzen. Zack, Schnur ein bisschen nach oben wenden, absinken lassen. Sink 6 Tipp habe ich dran, das schnellste was es gibt in der Schnurklasse. Und dann wieder schön einstrippen. Und so fischt man dann halt den ganzen tiefen Pool vor sich aus. Aber jetzt könnte ich schon wieder werfen, aber dann wollte ich ja den Bereich hier vorne nicht abfischen. Man weiß ja nie, wann der Biss kommt, weil man kann ja immer Nachläufer haben. Deshalb bei der Trout's Bay immer bis zum Schluss einstrippen und dann neu auswerfen. Und das ist halt der Grund, weshalb ich so ein Freund von diesen Vollschnüren bin. Jetzt nicht jetzt hier Running Line eingestrippt in den Kopf, Kopf wieder Taper vorne eingestrippt und dann das Vorfach. Dann hat man einfach so viele Knotenverbindungen. Man fischt einfach anders als auf Lachs. Nächster Wurf. Zack. Wieder ein bisschen nach oben wenden, damit das ganze Zeit hat abzusinken. Dann greift die Strömung in die Schnur rein. Man fängt an rumzudriften. Wir haben kalte Wassertemperatur, deshalb mache ich nur kleine Strips.
ganz subtil. Wenn die Strömung stark genug ist, braucht man sogar gar nicht strippen. Da muss man halt ein bisschen experimentieren. Ne? Das ist halt auch abhängig von der Wassertemperatur. Im Sommer natürlich ein bisschen aggressiver strippen, ganz klar, und schneller. So, jetzt habe ich wieder alles ausgefischt. Jetzt bringe ich die Schnur wieder raus, dass der Kopf draußen ist. Mache ich ein, zwei Würfe, der Würfe, zack. Und dann kann ich den nächsten Wurf ansetzen. Ablegen, rum und raus. Nach oben wenden, Schnur ein bisschen nachfüttern auch, damit das alles ein bisschen absinken kann. Weil die Fische, die sind jetzt Mitte Februar, kann man davon ausgehen, dass die am Grund kleben quasi. Und was man natürlich auch immer checken muss, ist die Fliege. Ich habe mich schon gewundert, das fühlt sich so komisch an. Jetzt hat sich hier der Endhaken quasi um die Fliege drumherum gewickelt. Und das bekommt man so beim Werfen mit der Zweihand gar nicht mit. Wenn man da, wie soll ich sagen, den Streamer jetzt nicht so oft in der Hand hat wie bei einer Einhandrute, da sieht man das doch ein bisschen eher. Und jetzt spielt er natürlich auch wieder viel besser, ne? Also von Zeit zu Zeit immer mal überprüfen, die Fliege und das Vorfach, ob kein Knoten drin ist. Sieht gut aus. Und jetzt kann es weitergehen. Und das Schöne an der Trout's Bay ist, ich kann auch Einhand werfen. Gerade jetzt hier an der Stelle, zack, ganz normal über Kopfwurf. Gerade jetzt an der Stelle, wo jetzt hier wenig Strömung ist, da ist es schwierig immer die Schnur abzulegen für einen typischen Spay-Wurf, jetzt Snap-T oder Double Spay. Und ja, dann mache ich halt einen ganz normalen Überkopfwurf wie mit der Einhand auch. Das ist halt das Schöne an solchen Trout-Spay-Routen. Man ist da sehr variabel aufgestellt. Und man kommt ohne Probleme ganz weit raus sogar. Ich würde sogar sagen, noch mit weniger hin und her wedeln als mit einer Einhand. Und das ist natürlich immer von Vorteil. Oh ja, Fisch. Oh, der kam unvorhaft. Das sieht doch wieder wie eine Forelle aus. Oh ja. Schön auf den Mattler Minnow genommen. In sauflachem Wasser. Ich wollte eigentlich gerade zum nächsten Bumpen. Lass mal seitlich Druck machen. Ganz unverhofft hat er gebissen. Das zeigt wieder mal, man muss alles ausfischen. Man muss alles ausfischen. Was ist es? Das ist eine Forelle. Krass. Bachforelle. Das gibt's nicht. Kommen die Bachforellen auf einmal alle her? Also Besatz findet hier definitiv nicht statt. So viel kann ich schon mal sagen. Ich versuche mich unter die Forelle zu stellen. Boah. Kann ich sie leichter keschern? Und drin ist er, jawohl. Oh, schönes Ding. Oh, geil. Das gibt's nicht. Einmal frei. Ja, hier ist die Hübsche. Schön den Mattler Minnow genommen und sie darf sofort gleich wieder zurück. Zack. Da ist er. Wunderbar. Ja, das freut mich. Auf das Teil hier hat sie gebissen. Meine ersten zwei Salmoniten auf Trout's Bay. Endlich mal eine Trout an der Trout's Bay gefangen. Wird ja auch mal Zeit. Auch wenn jetzt natürlich nicht die richtige Jahreszeit ist, aber gut, kann passieren. Zumal das sehr überraschend ist, weil normalerweise kommen ja gar keine Bachforellen vor. Ich nehme mal an, die sind irgendwie vom oberen Abschnitt runtergewandert oder sind jetzt mit dem Hochwasser runtergekommen. Aber ich freue mich trotzdem natürlich. Habe es gleich wieder zurückgesetzt. Und ja. Macht auf jeden Fall Spaß an der Trout's Bay, so einen Fisch zu drillen.
ja, kurzes, knackiges Video. Es ist auch nicht wirklich viel passiert. Ich habe stundenlang gefischt, ohne dass ich überhaupt einen Fisch gesehen habe. Aber meine ersten Fische sind gefangen, 2024, zwei Bachforellen. Und das ist nicht schlecht, finde ich. Meine ersten Salmoniden an der Trout's Bay. Und es zeigt wieder mal, im Winter angeln. Man fängt nicht viel, aber diese kalte Jahreszeit ist, wie ich finde, immer für Überraschungen gut. Deshalb geht raus, geht angeln. Ihr werdet nicht viel fangen, aber vielleicht werdet ihr den einen oder anderen Fisch fangen, den ihr so noch nie gefangen habt. Wie gesagt, der Winter ist immer für Überraschungen gut und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann aber bei einem längeren Video hoffentlich. Macht's gut. Tschüss.